Ich erkläre die Polynomdivision und empfehle aber unbedingt erstmal eine ganz normale Division durchzuführen, schriftlich, weil wer Taschenrechner das schon lange nicht mehr gemacht hat. Erst wenn man die versteht, versteht man so, wie die Polynomdivision funktioniert, also 156 durch 12. Die Frage lautet ja 12, hier bin ich so, also 12 mal, wie oft geht die 12 in die 1? Gar nicht. Wie oft geht die 12 in die 15? Einmal. Also einmal 12 ist 12. Da mache ich hier so minus 15 minus 12 ist 3. Den 6er nach unten. Und wie oft geht die 12 in die 36? Dreimal. Dreimal 12 ist 36. So 36 minus Rest 0. Glück gehabt. Und ich habe ein Ergebnis. Und genau das Gleiche mache ich auch bei der Polynomdivision. Frag dann so, also wie oft geht die x irgendwo rein? Ich habe hier eine Polynomdivision mit so ein bisschen, das ist hier weg. Da ist eine Gemeinheit drin, da zeige ich auch einen Trick. Ich habe hier, so, ja. Also hier habe ich nämlich ein x hoch 3 und hier habe ich quasi ein x hoch 1, kann man sich so denken. Und dazwischen fehlt das x Quadrat. Das gibt ein Durcheinander, das ist ein bisschen nervig und deswegen würde ich empfehlen, das nochmal anders hinzuschreiben, nämlich, also immer wenn sowas fehlt. 2x hoch 3 plus und dann einfach 0 mal x Quadrat darf ich ja, ist ja nix. Ja. Und dann minus 14x plus 12 dividiert durch x minus 2 und wenn es so da steht, schön auf, sollte 3, 2, 1, 0, dann können wir loslegen. Und auf geht's. Hier bin ich. Ich frage mich jetzt, wie oft geht die x in die 2x hoch 3? Also x mal wie viel ist 2x hoch 3? Antwort ist 2x Quadrat, weil hier 2x Quadrat mal x gibt hier 2x hoch 3. Und dann, genau, hier bin ich, 2x Quadrat mal minus 2, das gehört halt auch noch rein. Ja? 2x Quadrat mal minus 2 ist minus 4x Quadrat, Klammer, minus Balken, also 2 minus 2, das hier fällt weg, 0. Da 0 minus minus 4x Quadrat ist plus 4x Quadrat, das ist dieses Minus Minus. Und dann kommt von oben runter die minus 14x. Nächste Frage. Wie oft geht die x in 4x Quadrat? Also x mal wie viel ist 4x Quadrat? Also brauche ich hier ein plus 4x. Weil 4x mal x ist eben dieses 4x Quadrat und 4x mal minus 2 ist minus 8x, Klammer minus Balken. 4 minus 4 fällt weg. Jetzt nochmal dieses minus 14 minus minus 8 ist minus 14 plus 8. Und deswegen habe ich hier minus 6x. Ja, und hol mir den 12er von da oben. Nach da unten und frag mich wieder, nächste Frage, wie oft geht die x in die minus 6x? Antwort minus 6 mal. Also minus 6 mal x ist minus 6x und minus 6 mal minus 2 ist plus 12. Das heißt also, in diesem Fall geht die Polynomdivision auf. Da ist 0. Es gibt auch Fälle, wo hier irgendwas rauskommt. Also wenn hier irgend so ein 7er übrig bleibt, ja, so 7, dann ist der Rest plus 7 durch x minus 2. Das kann man da hinten noch so hinbauen. Ist aber hier nicht der Fall. Und so läuft's. Streichen wir das noch durch. So, bevor ich hier schließe. Also das ist ja hier nicht. Ja, das war nur so eine Ergänzung. Das ist mein Ergebnis. Und jetzt Schluss.